Hallo und herzlich willkommen zum kleinen neuen Unboxing bzw. Snake-Test hier auf meinem Kanal. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Launestart hier ins Video. Ich freue mich auch sehr drauf. Und ja, erstmal Musik anmachen, also nicht wundern, ihr Lieben. So, ich würde sagen, einfach mal hier eine klassische Musik anmachen. Ja, es geht mir auch generell sehr gut heute am Freitag, also Donnerstag am Mittwoch war es echt nicht so toll. Aber sonst geht es mir gut, Leute, also keine Sorge. Oh oh. Oh oh. Okay, alles gut. So. Das ist heute unsere Musik beim Snacktest. Viel Spaß und geht los, ihr Lieben. So, ihr lieben Leute. Ja, heute testen wir nämlich diese Müllermilch-Saison mit Milch. Sorry. Entschuldigung. Oh, ganz war mein Fehler. Entschuldigung. Mit Milchschokoladengeschmack. Da bin ich mal sehr gespannt heute drauf, ihr Lieben. Und ja, das wird sehr, sehr cool. Ja, ich habe euch noch eine Müllmilchsorte vorbeigebracht. Aber die testen wir erst beim nächsten Mal bei diesem Müllmilch-Sortentest. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich gebe euch einen kleinen Spoiler, was es beim nächsten Mal gibt. Es gibt beim nächsten Mal diese Müllmilchsorte zu testen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ihr wisst, ich liebe Müllmilchsorten so von sehr. Und ich finde es auch cool, dass man immer neue Sorten herausbringt. Genau wie die hier zum Beispiel. Die Müllmilch-Shake hat jetzt auch endlich mal eine neue Sorte bekommen, nämlich Tunny Strawberry Geschmack mit cremig schaumig Schütteln und eiskalt genießen. Wie gesagt, Müllermilch Shake gab es ja letztes Jahr neu und es gab halt das Milchshake auch jetzt Müllermilch. Und ja, es gibt jetzt zwei Sorten, einmal mit Mandeln und einmal mit Strawberry. Ich habe mir jetzt erstmal Strawberry gekauft. Es gibt aber auch noch Almond Mandeln und mit anderen noch, mit einem anderen Müllermilch Zusatz gibt es auch noch eine Sorte, egal. Das testen wir auch irgendwann, aber heute nicht mehr. Heute testen wir erstmal diese Sorte erstmal. Müllermilch Saison mit Milchschokoladengeschmack, also ist so eine Art wie halt ganz normaler Kakao. Ist halt so eine Art wie Schokoladen-Kakao-Geschmack. Kakao, ganz normal, mit Vollmilchschokolade. Kann man eigentlich sagen. Egal, wir testen mal, ich habe schon aufgemacht. Habt ihr aber letztes Mal gemerkt, bei einem Let's Play Pack habe ich ja die Sorte schon mal aufgemacht. Aber heute testen wir sie einfach richtig, ihr Lieben. Ich tue auch extra heute auf ein Glas opfern, dass wir uns diese Milch auch angucken können, wie sie auch aussieht. Da bin ich mal sehr gespannt, ihr Lieben. Also, man sieht hier eine ganz okay farbene Kakaomilch, finde ich. Ich probiere sie mal, ihr Lieben. Sie riecht genau wie eine Vollmilchschokolademilch. Also halt genau was, so wie eine ganz normale Kakaomilch. Wir schauen mal, ob es ein bisschen milchiger schmeckt. Schmeckt. Also ich habe es ja schon mal probiert. Und ich finde, es schmeckt ein bisschen besser. Es schmeckt ein bisschen anders, finde ich, wie halt ganz normal Kakao. Ich schmecke halt ein bisschen milchiger, da haben sie schon recht gehabt. Ich dachte, das wäre eine Verarsche gewesen, aber ich habe mir jetzt immer und immer wieder diese Milch reingezogen und ich habe mir echt... Habe ich auch echt daran konzentriert, mir diesen Geschmack auch irgendwie mal so merken. Und ja, ich habe mir echt gemerkt, dass das ein bisschen milchiger ist. Wirklich, ist milchiger Vollmilchschokolade-Kakao-Geschmack. Kann man trinken, ist aber auch nicht besonders berauschend wie halt auch diese weiße Schokoladen-Pistazien-Sorte. Ist halt genau so nicht jetzt perfekt, aber man kann sie trinken auf jeden Fall. Also, wie gesagt, genau wie bei der Pistazie, weiße Schokoladenmüllermilch, kann man sich nicht darauf freuen. Einfach nur mal probieren und das war's. Lecker und ist anders mal. Nicht viel anders, aber es ist lecker anders. Ein kleines bisschen milliger ist es auf jeden Fall. Bis zum nächsten Part, ich gebe von 10 eine 7, würde ich sagen. Ist in Ordnung. Bye bye, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal. Ich schaue die Lollis.